Burnout. Ich hatte meine Arbeit aufgegeben in der Zeit. Dann kam die Trennung von meinem Mann und sehr überraschend für mich. Dann kamen ja auch so Fragen nach dem Sinn des Lebens auf und wer bin ich jetzt überhaupt ohne all das, wenn alles so wegbricht? Bringt man sich nicht lieber um vielleicht? Das ist wie so ein Gang durch die Hölle. Irgendwann in den folgenden Tagen hatte ich dann tatsächlich eine Begegnung, die alles auf den Kopf gestellt hat für mich. Miriam Funke hält nichts mehr in Deutschland. Erst ein Burnout und dann will ihr Mann nach 22 Jahren plötzlich die Scheidung. Auf Mallorca will sie ein neues Leben anfangen, all den Stress der letzten Jahre hinter sich lassen. Doch trotz Ortswechsel findet sie nicht den ersehnten inneren Frieden. Herzlich willkommen bei ERF Mensch Gott. Hallo Miriam. Hallo Jennifer. Du bist 2012 nach Mallorca gezogen. Was hast du dir erhofft? Ja, was habe ich mir erhofft? Es war eher eine Flucht erstmal. Ich wollte weg von zu Hause. War ein bisschen überrollt von den Ereignissen, wie du schon angekündigt hast, Burnout. Ich hatte meine Arbeit aufgegeben in der Zeit. Dann kam die Trennung von meinem Mann und sehr überraschend für mich. Insofern saß ich da, überflutet von Gefühlen, mit denen ich erstmal nicht klarkam. Und ich hatte dieses Gefühl, ich muss weg. Zu Hause wollte ich nicht mehr bleiben. Also ich konnte es mir nicht mehr vorstellen, jetzt in diesem Haus auch zu bleiben. Da kam ja viel zusammen. Und, genau, da kam eben dieser Punkt, viel auf einmal zusammen für mich. Und dann war da so ein Fluchtreflex. Okay. Ich musste weg. Ja. Der Mann wollte sich scheiden lassen. Woher kam das? Konntest du dir das erklären? Also, da kommen ja immer so verschiedene Dinge zusammen. Ich war, wie gesagt, in diesem Burnout. Es entwickelte sich über ein paar Monate bei mir. Und ich glaube, da kommen dann halt Resonanzen, Wechselwirkungen zwischen den Partnern auch, wo Dinge passieren, die leider nicht hätten passieren sollen. Aber wie hast du das erlebt, diesen Moment, wo er gesagt hat, ich will nicht mehr? Schockierend. Also ich habe damit, wie gesagt, überhaupt gar nicht gerechnet. Es war für mich ein Trauma. Ich habe auch tatsächlich, also es ging wirklich Trennung weg. Und ich habe teilweise tagelang da gesessen. Und wenn ich eigentlich zur Ruhe kam, dann war ich nur am Zittern. Ich wusste gar nicht, was das alles zu bedeuten hatte. Es war ein Schock. Du hast vom Burnout erzählt. Kannst du dir erklären, woher der kam? Der Burnout, ja. Also das ist ja auch ein Prozess, ne? Der entwickelt sich ja. Und ich wusste zu der Zeit auch gar nicht, dass es ein Burnout war. Ich war immer sehr perfektionistisch veranlagt, muss man sagen. Und von frühester Kindheit auf immer auch sehr leicht gestresst. Sagen wir mal so, sehr leicht gestresst. Neue Situationen etc. Das hat mich immer alles überfordert. Da ging nichts mehr. Ja, und so hat sich das aufgebaut, dass ich auch viele Dinge gemacht habe, die ich eigentlich so in der Form gar nicht wollte oder die eigentlich gar nicht mir entsprachen, aber die habe ich dann halt so gemacht. Ne? Und an einem Punkt war dann war es für mich so, ich habe gemerkt, Mensch, ich habe keine Freude mehr. Also ich mache so viele Sachen und bin immer nur gestresst, aber die Freude war aus. Und ja. Das war dann das für dich war, das erste Anzeichen? Das war, genau, das. Das war der Moment, wo ich dachte, Mensch, irgendwas stimmt mit mir nicht. Ja. Ne? Aber ich wusste halt noch nicht, dass es ein Burnout ist oder eine Erschöpfungsdepression. Es kamen ja viele Dinge so zusammen. Ich konnte kaum noch schlafen, obwohl ich todmüde war, völlig erschöpft. Ne, so es ist wirklich ein ausgebrannter Zustand, den man dann erreicht. Du hast jetzt gerade erwähnt, dass du seit der Kindheit gestresst bist. Kannst du dir heute erklären oder da vielleicht auch schon, woher das kam überhaupt, als Kind schon gestresst zu sein? Ja, ich stand permanent unter Druck und, soll man sagen, psychischen Eskapaden meines Vaters, der Alkoholiker war. Und das hat mir halt diesen Stress immer aufgebaut. Ne? Was war das für ein Stress?
Ja, er hat mich immer so in eine Ecke gedrängt. Also er kam nach Hause betrunken, regelmäßig. Also es war nicht nur einmal, ne? Das ging über viele, viele Jahre. Das war deine Lebensrealität als Kind. Genau, richtig. Und ich hatte dann, oder wir hatten Gespräche, die keine Gespräche waren. Er wollte mich einfach immer nur in eine Ecke drängen quasi, bis ich irgendwann nur noch weinend in der Ecke saß und nicht mehr wusste, wohin mit mir. Also es ist... es ging ihm nicht darum, jetzt ein Gespräch mit mir aufzubauen, sondern mich in eine Ecke zu drängen. Also Fragen zu stellen zum Beispiel. Und egal, ob es ja oder nein von mir dann war, die Antwort, ja oder nein, es war egal. Er hat daraus mir dann immer einen Strick gedreht, bis er mich dann hatte quasi, das sind Psychospielchen gewesen. Okay. So ein Psychoterror einfach. Solche Dinge. Oder mir zu vermitteln, dass ich nicht gut genug war oder schnell genug war, was zum Beispiel Mathematik anging. Da hatte ich immer mein Leben lang auch mal ein Problem gehabt. Ne? Wie war dein Lebensgefühl dann? In der Kindheit? Wie hast du dich mein gefühlt? Lebensgefühl? Ich wollte weg. Mhm. Schon da wollte ich weg. Okay. Quasi. Also raus aus dieser Kindheit. Nicht positiv. Ne? So eine freie Entfaltung war gar nicht möglich. Mhm. Weil da ja auch immer die Angst war. Leben, genau. Da entstand schon Lebensangst, so würde ich das mal formulieren. Also Angst vor dem Leben oder zu leben? Oder eher, was für eine Lebensangst meinst du? Ja, insgesamt. Also diese Angst vor diesen Situationen schon immer. Also es ist schon, man hat ja immer geguckt, wie kommt er jetzt wieder nach Hause? Alkoholisiert oder? Genau, dann wusste man schon, wohin ging dann das wieder, die Reise. Mhm. Müsste ich da jetzt wieder, keine Ahnung, 2 Stunden am Küchentisch sitzen und diese Torturen über mich ergehen lassen? So habe ich es ja empfunden. Mhm. Und es baute sich so eine Angst auf und dieser Stress begann da ja schon. Also damals wusste ich, oder man merkt es dann ja auch gar nicht, so dass man so im Stress ist und sich zurückzieht vor allen Dingen, ne? In sozialen Bereichen, so ein bisschen mehr so für sich. Man ist nicht mehr so offen. Also ich war nicht mehr so offen. Konntest du dem denn entfliehen, wenn du gesagt hast, eigentlich wolltest du weg, raus aus der Situation? Als Kind hast du da keine Chance. Mhm. Da bist du. Ich meine, ich habe mal einen Fluchtversuch gemacht. Aber ich bin nicht weit gekommen an dem Abend. Also. Was heißt es? Du bist einfach abgehauen von zu Hause. Ja, ich wollte entfliehen, ne, wie gesagt. Aber am selben Abend hat die Polizei mich schon aufgegriffen. Da war ich 13 Jahre alt. Ich bin also nicht weit gekommen. Und in dem Moment war dann auch so ein Resignieren da. Bist dann aber schon durchaus deinen eigenen Weg gegangen, hast dein Leben aufgebaut. Und dann kam 2012 diese Krise. Du bist nach Mallorca abgehauen, ja, wie du selbst sagst. Und dann warst du dort, ja, mit deinem ganzen Hab und Gut. Wie erging es dir denn in der Zeit? Nicht gut. Okay. Gar nicht gut. Also es war ja vorausgegangen halt diese Trennung, der Burnout mit der, also keine Arbeit mehr, ne, habe ich aufgegeben. Und viele Hobbys auch mit im Bereich Hunde, Ehrenämter, die ich aufgegeben habe zu der Zeit dann, ne? Das Haus, das Zuhause. Familie, Freunde, es war irgendwie alles innerhalb kürzester Zeit quasi weg. Da bricht etwas über einen herein. Und dann saß ich da alleine auf dieser Insel. Ich kannte niemanden. Wie gesagt, ich hatte ja keine Familie, keine Freunde, nichts dort, keine Arbeit. Und es war ehrlich gesagt für mich eher so eine Art Hölle erstmal. Ja. Trotz der schönen Umgebung. Die Insel ist ja wunderschön. Mhm. Aber diese inneren Welten, was da alles hochkam, das musste erstmal verarbeitet werden. Und dann kamen ja auch so Fragen nach dem Sinn des Lebens auf. Und wer bin ich jetzt überhaupt ohne all das? Mhm. Wenn alles so wegbricht, wer bin ich denn dann? Was war vorher deine Antwort dafür? Auf ich habe mir diese Fragen in der Form nicht so gestellt. Okay. Das kam erst mit der Krise dann, ne? Ja, und dann aber auch richtig. Also es war so intensiv, dieses, es drehte sich nur noch in meinem Kopf diese Fragen, was machst du jetzt eigentlich? Wieder alles von vorne? Macht das Sinn oder bringt man sich nicht lieber um vielleicht? Okay. Na, also solche Fragen tauchen schon auf. Und
da ich auch gar keine Ablenkung hatte durch Arbeit oder Ähnliches und auch gar nicht hätte haben können. Ich wäre damit gar nicht klargekommen in der Situation. Ja, blieb mir nichts anderes, als mich nur damit zu beschäftigen und mit diesen intensiven Gefühlen auch, die hochkamen, erstmal klarzukommen, weil das war wie so eine Schwemme. Wow. Ganz, ganz extrem. Ja, deswegen sage ich manchmal, das ist wie so ein Gang durch die Hölle oder auch der Gang durch die Wüste. Und es war nicht schön. Du wurdest auf einmal konfrontiert mit deiner ganzen Innenwelt auch. Womit hast du dich denn genau beschäftigt? Oder wie bist du das dann angegangen, diese ganzen Emotionen, das alles, was in dir vorging? Alles zulassen. Es ging auch nicht mehr anders. Ich konnte es gar nicht unterdrücken. Es ist wie geflutet werden. Man wird innerlich so geflutet und heult manchmal ewig und... Ja, und ansonsten hat man dann natürlich im Tag oder versucht, wieder so ein bisschen Tagesablauf reinzukriegen. Ich hatte ja zum Glück meine beiden Hunde mit. Also aufstehen, mit den Hunden raus, versorgen und so weiter. Dann habe ein bisschen ehrenamtlich auch dort gearbeitet, um so ein bisschen Struktur reinzukriegen. Aber hattest du denn irgendwas erlebt in der Zeit, was dir auch so einen Hoffnungsschimmer gegeben hat oder überhaupt wieder Hoffnung in dein Leben gebracht hat? Ja. Also da war ja in dieser Flutung, sag ich mal, in diesem Schmerz, den man da auch spürt, war ein Abend, wo ich sehr verzweifelt war und obwohl ich gar nicht dran geglaubt hatte, sagte Gott, wenn es dich gibt, bitte hilf mir, ich schaff das hier nicht. Ich schaff das nicht. So, und dann... Der Abend war vorbei und ich weiß nicht, irgendwann in den folgenden Tagen hatte ich dann tatsächlich eine Begegnung, die alles auf den Kopf gestellt hat für mich. Okay, was ist da passiert? Ja, ich saß auf der Terrasse nachmittags und schaute eigentlich nur so in die Ferne und war plötzlich verschwunden. Wie verschwunden? Ja, man kann es eigentlich gar nicht so richtig beschreiben. Mit Worten ist es nicht zu fassen. Also ich saß da und... man sagt es eigentlich ja nur hinterher. Ich war weg. Also ich war weg, weil ich hatte keine Gedanken. Es war totale Stille. Es war keine Zeit da, also kein Zeitgefühl, kein Körpergefühl, kein nichts. Es war einfach Stille und Frieden. Okay. Ja, man ist weg. Und als ich dann wieder zurückkam, wie auch immer man das beschreiben möchte, war da natürlich so ein: Was war das denn jetzt? Ja, wollte gerade sagen, wie hast du das eingeordnet? Ich war weg. Wie weg? Und wie lange überhaupt? Es kann ja gar nicht sein, da war keine Zeit. Aber dieser Frieden, der kam so in mich hinein, den habe ich gespürt und habe gedacht, das gibt's doch gar nicht. Du sitzt hier in der größten Misere deines Lebens und dieser Frieden, wo kommt der her? Und da wusste ich, das konnte nur Gott gewesen sein, was anderes. War das für dich klar in dem Moment, das ist jetzt gerade Gott, der mein Gebet erhört hat? Oder wie konntest du dir das erklären? Es war total verrückt, weil ich habe ja wirklich, man denkt dann wirklich, Mensch, jetzt bist du doch verrückt hier vielleicht geworden. Ne? Das war vielleicht alles zu viel, jetzt bist du verrückt. Okay. Aber nein, dieser Frieden, den habe ich gespürt in mir und den kannte ich vorher so nicht. Mhm. Das habe ich nie gehabt. Und der ist ja auch, im Verlauf der Geschichte, dann ist der auch geblieben. Mhm, ne? Und wie ging es nach diesem besonderen Erlebnis weiter? Also erstmal war ich ja sehr, sag mal, geflasht von dieser Erfahrung, zu sehen, oh wow, Gott gibt's echt. Und nach dieser Gotteserfahrung hatte ich mich nochmal auch sehr extrem oder intensiv mit der Geschichte mit meinem Vater auseinandergesetzt. Das kam auch alles nochmal so hoch, auch durch ein Gespräch mit einer Freundin interessanterweise. Also das kam eine Freundin zu Besuch und wir haben uns auch über Vergangenheit und auch über die Vatergeschichte unterhalten, wo sie dann zu mir sagte, du hast noch einen ganz schönen Groll in dir. Und das war so ein Moment, wo es bei mir auch nochmal so stutzte. Erstmal dieses Wort Groll habe ich selber nie benutzt. Und die Überlegung, ja, Mensch, sie hat ja eigentlich recht. Und ich hatte das Bedürfnis,
es war wie so ein innerer Trieb, ich müsste meinem Vater jetzt vergeben, weil ich dachte, Mensch, irgendwie, du schleppst da wirklich noch was rum. Mein Vater war schon ein paar Jahre tot. Mhm. Und dieses Bedürfnis kam auf einmal, das hattest du vorher nicht, oder? Nein, so. Vergebung und so, das war in der Form so gar kein Thema für mich, weil ich ja immer gedacht habe, diese Vergangenheit habe ich ja hinter mir gelassen. Mhm. Es ist ein Verdrängen, ne? Es ist ein Verdrängen, aber ich habe diese Vergangenheit hinter mir gelassen, das tangiert mich gar nicht mehr, aber das stimmte ja gar nicht, letzten Endes. Mhm. Weil es war immer noch was da und wird dann angetriggert, wenn ein Gespräch kommt oder so, merkt man das dann. Ja. Und gut, meine Freundin war dann inzwischen wieder abgereist. Und bei mir war in der weiteren Überlegung mit dieser Vatergeschichte der Moment, wo ich dieses Bedürfnis, ein inneres Bedürfnis hatte, Mensch, Papa, ich möchte dir vergeben. Das war wie so ein innerer Wunsch. Ich kann nicht sagen, wo das herkam. Ich hatte von Vergebung und diesen Dingen, also hatte ich keine Ahnung. Und ich habe es dann jedenfalls gemacht. Ich habe ihm vergeben. Und das hat mir auch eine Last von den Schultern genommen, von der ich vorher gar nicht wusste, dass ich die getragen habe. Okay. Es war schon eine Erleichterung dann. So, und für mich war das dann erstmal gut. Und dann auch kurze Zeit später lag ich in meinem Bett und hatte plötzlich eine Erfahrung, wo ich wieder gedacht habe, ich werde verrückt. Also ich lag da, man muss sich vorstellen, das ist wie ein Defibrillator, den man angesetzt bekommt. Und mein halber Oberkörper ging einmal so plopp hoch. Okay. Und ich wusste natürlich nicht, was ist. Ich denke, Mensch, jetzt hast du jetzt auch noch einen Herzinfarkt vielleicht. Als du im Bett lagst, kurz vorm Schlafen oder in der Nacht? Oder? Abends, ja. Genau, richtig, genau. Ne? Man möchte schlafen und dann sowas. Und denkst, was ist denn jetzt? Das gibt's doch gar nicht. Ne? Mhm. Herzinfarkt. Und dann lag ich da aber, nee, kann gar nicht sein. Ich meine, dann müsstest du ja irgendwie Schmerzen haben. Das ist seltsam. Gut, ich meine, ich konnte ja nichts weiter machen, also habe ich dann irgendwie geschlafen und in den nächsten Tagen merkte ich dann aber doch, dass das was gemacht hat mit mir. Wie gesagt, das ist ja Defibrillator, ist ja so eine Art Wiederbelebung auch für das Herz. Ne? Ja. Und so ein Liebesfließen, ganz zart, wie durchströmt werden von dieser Liebe und wenn ich Menschen, Tiere, sonst irgendwas traf, war das viel mehr, wie soll ich sagen, Empathie da, Mitgefühl. Also mehr als vorher, weil du warst ja auch vorher schon ein Tierfreund so gesehen, ne? Ja, aber jetzt auf eine andere Art durch dieses Liebesfließen und dieses, es veränderte mich total und die ganze Sicht auf Menschen etc. veränderte sich, aber ganz gravierend und innerhalb kurzer Zeit auch. Das war jetzt kurz nach diesem... Ja, es war alles innerhalb kurzer Zeit und deswegen, ich weiß gar nicht mehr, wie das zeitlich so, weil es waren auch viele Dinge, ehrlich gesagt, die so passiert. Ja, und wo ich manchmal wirklich gedacht habe, Mensch, das ist jetzt irgendwie total verrückt, das kann doch alles gar nicht sein. Ne? Mhm. Das kannst du ja niemandem erzählen, das glaubt ja auch keiner. Mhm. Weil ich hatte gar keinen Glauben zu der Zeit an Gott und war dann jetzt doch sehr positiv überrascht. Wie war denn das mit deinem Glauben? Also du hast ja vorhin schon gesagt, du hast ja durchaus gebetet. Hattest du denn Bezug? Nee, gebetet nicht. Also weil du ganz am Anfang noch meintest, so Herr... in deiner Verzweiflung, dass du so zu ihm gerufen hast. Ja, aber ich habe das in dem Moment gar nicht als Gebet gesehen, weil ich hatte gar keine Beziehung zu Gott bis dahin. Ne? Ja. Es war einfach aus der tiefen Verzweiflung heraus, vielleicht so ein inneres Wissen, dass mir niemand menschlich gesehen, konnte mir keiner helfen. Und ich selber konnte mir aber auch nicht mehr helfen. Ich wusste nicht, wie ich aus diesem Drama in mir herauskommen sollte. Mhm. Diese Verzweiflung und Ohnmacht, es war eher so ein Hilfeschrei. Gott, hilf mir, ich schaffe es nicht. Und dann hattest du diese ja schon sehr faszinierenden Begegnungen mit Gott. Konntest du dir das auch so erklären? Oder was ging in dir vor, was da gerade los war? Oder was jetzt die Folge davon auch ist? Ne? Ja, ja, natürlich. Ich war also wirklich sehr, sehr überrascht. Ne, dieses, wow, das ist Gott. Oder Gott gibt's echt. Das war so eine Erkenntnis, ja, die dann für dich schon den gibt's sich verinnerlicht wirklich? Hat. Und natürlich. Und dieses,
die Herzöffnung auch. Ne? Das konnte doch nur von ihm kommen. Mhm. Ich habe von solchen Dingen vorher nicht gehört und hatte auch gar keine spirituellen Erfahrungen okay. oder ähnliches. Mhm. Also, warst wahrscheinlich auch neugierig, oder? Was ist da jetzt? Extrem neugierig. Ja. Eigentlich hat mich so gut wie gar nichts anderes mehr interessiert. Okay. Ja. Es ging nur noch um Gott und ja. Ja, ihn kennenzulernen. Mhm. Und kam so in Richtung Buddhismus, Hinduismus, eigentlich alles, was sich mit Gott in irgendeiner Form beschäftigte, spirituelle Weisheitslehren, östliche Philosophien. Mhm. Und ich habe gelesen ohne Ende. Ne? Du hast eher also in Religionen von anderen Ländern, sage ich mal, schon viel auch geschaut. Wie war denn das mit dem Christentum? War ja. das nicht irgendwie naheliegender auch für dich? Nee, komischerweise. Also tatsächlich nach dieser Erfahrung auf der Terrasse damals hatte ich so ungefähr 3 Tage später, das weiß ich irgendwie noch, hatte ich diesen Gedanken, Mensch, ja, Gott, okay, schön. Und was war eigentlich mit Jesus? Ich konnte mich nicht mehr erinnern, obwohl ich ja ursprünglich quasi katholisch die Richtung mitbekommen habe. Aber ich konnte mich eigentlich nicht mehr erinnern und hatte den Gedanken, naja, irgendwann liest du dann nochmal die Bibel. Aber ich habe das erstmal weggeschoben und ich vermute, dass es halt an diesen negativen Vorerfahrungen auch liegt kirchlich. Es war immer sehr bedrückend für mich, wenn ich in der Kirche war. Also Kommunion macht man mit, ich glaube, 9 Jahren. Mhm. Und das war so duster und dunkel. Man erzählt immer von Teufel und Sünde und Gott sei Liebe. Und das passte alles für mich nicht zusammen. Mhm. Es hat mir eigentlich eher so ein bisschen Angst gemacht. Mhm. Und dann war da. Damit konntest du diese Erfahrung auch nicht in Verbindung setzen, dann, ne? Weil das nee. Ja eher so Liebe und Frieden irgendwie da über. Ja, genau, genau. Irgendwo hatte ich das in der Kindheit schon mal gehört, mhm. Gott ist Liebe. Aber mhm. das habe ich so nicht nachempfinden können, weil ich mich natürlich gefragt habe, weil, aber wenn er doch so Liebe ist, wieso kriege ich dann einen Vater, der mich so quält, in Anführungsstrichen? Mhm. Oder warum gibt es Kriege? Warum gibt es all dieses Negative auf der Welt? Mhm. Und da habe ich gesagt, nee, also. Gott, das kann irgendwie alles nicht sein. Die spinnen ja alle oder wie auch immer. Also die Tür zugemacht. Und deswegen Christentum war erstmal für mich nicht so das Thema. Mhm. Hattest du denn das Gefühl, du bist da jetzt angekommen? Das ist das, wonach du gesucht hast? Nee, angekommen nicht. Okay. Das ist der Punkt. Nach, ich würde mal sagen, so 5, 6 Jahren lesen, kam so der Punkt, wo ich dachte, Mensch, aber irgendwas fehlt mir noch. Mhm. Irgendwo fängt es an, sich ein bisschen im Kreis zu drehen. Ich komme nicht weiter. Es muss doch noch irgendwo weitergehen. Und das war dann der Punkt, wo ich sagte, Mensch, gut, dann ist jetzt vielleicht die Zeit für die Bibel. Mhm. Hab mir eine Bibel bestellt und habe damit angefangen. Und dann war wieder so der Zufall, bei Gott gibt es ja keine Zufälle, wo ich dann auch Predigten im Fernsehen entdeckte und dachte, oh, prima, dann kann ich mir das Ganze ja auch schön gleich mal erklären lassen, weil es war ja doch nicht so ganz einfach, der Einstieg erst mal wieder, obwohl mir jemand freundlicherweise doch gesagt hatte, dass ich mit dem Neuen Testament anfangen sollte. Das war ein ganz guter Hinweis. Ja. Ja, und dann musste ich mich da erstmal zurechtfinden, mit diesen Worten, ne? Gerechtigkeit Gottes, was ist das überhaupt, das zu verstehen. Also es war nochmal so ein Umswitchen und sehr schön, dass ich mir deshalb auch immer so ein bisschen erklären lassen können. Und was war dann jetzt anders für dich? Du hast ja vorher auch viele Bücher gelesen. Ja. War da was anders? Jesus, wobei ich am Anfang erst dachte, warum, komisch, warum brauche ich den denn jetzt eigentlich? Ich habe doch jetzt eigentlich meinen Gott und wieso brauche ich jetzt Jesus noch dazwischen? Das kam dann aber im Laufe der Zeit, dass ich da verstanden habe, dass er ja auch selbst nicht nur Mensch war, sondern auch Gott selbst ist. Und na, also diese Dreieinigkeit auch mit dem Heiligen Geist, das immer mehr zu verstehen und sein Erlösungswerk, das große Geschenk für uns ist, für jeden von uns, ne, die Gnade. Das war neu für dich? Ja, also ich meine, ich muss es in der Kindheit schon mal gehört haben, aber ich habe es nicht verstanden. Mhm. Und jetzt hat es irgendwann einen Klick gemacht und da ist was ganz anderes angekommen und man ist einfach nur dankbar. Es ist und was ist und dann, das? Und dann kam das mit dem Nachhausekommen, mit dem Angekommensein. Ach, dann hattest du das gespürt? Dann war irgendwann der Punkt, ja,
ich brauche nichts anderes mehr. Es reicht. Es ist alles okay. Gut. Wow. Ja. Was hatte das zur Folge? Gab es irgendwelche Konsequenzen auch aus dieser Erfahrung und diesem Ankommen? Also dieser, weißt du, dieser Frieden, der ist ja, der geht über alles, ne? Und diese Ruhe. Es hat mich selber alles total verändert. Ich habe zum Beispiel auch früher mal mit Panikattacken gehabt oder Flugangst, all solche Dinge, Stimmungsschwankungen. Es ist alles wie aufgelöst. Ich bin total verändert. Wow, das spürst du richtig auch. Ich fühle mich wohl, ja. Ich wäre auch früher niemals in eine solche Sendung gekommen. Da wäre ich gestorben, ganz ehrlich gesagt. Okay. Ja. ein komplett neuer Mensch. Ja. Dank Jesus. Wow. Und wer ist denn Jesus heute für dich? Wie erlebst du ihn? Er ist mein Fundament. So würde ich das mal sagen. Ja. Das Fundament dieses neuen Lebens, das mir geschenkt wurde. Ja. Vielen Dank, liebe Miriam, dass du hier mit dabei warst, um uns daran teilhaben zu lassen, so rum. Danke. Ja, danke, Jennifer. Im größten Scheitern hat Miriam Funke erlebt, dass Gott ihr begegnet ist und ihr inneren Frieden geschenkt hat. Und diesen Frieden hat Gott auch für dich. Bitte ihn doch einfach mal darum. Wenn du dabei Hilfe möchtest, schreib uns einfach eine Nachricht oder kommentiere hier unter diesem Video. Übrigens, auf unserem Kanal warten noch viele weitere Geschichten von Gottes Liebe auf dich. Am besten gleich abonnieren. Bis dann.